Ach, Mann, 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 Mann. Oh ja, natürlich. Hallo. Zwei dicke Leute. Ein Leichenkarren und ein Lord. Warum auch nicht? Direkte Konfrontation bringt mir gar nichts. Das macht 4 bis 8 Schaden, das hier 2 bis 4. Und wir machen immer nur 4 Schaden. Egal, wie sehr ich mich anstrenge. Ich glaube, das ist schneller vorbei, als ich gedacht habe. Das hat aber nichts mit der Verstärkung bzw. mit dem Ändern des Spieles zu tun. Auch wenn man vielleicht so ein bisschen annimmt, dass es so ist. Ja, man bekommt wesentlich mehr Schwächungen. Aber es ist ja jetzt nicht viel anders. Und ich habe eigentlich gedacht, sie wäre stärker gemacht worden. Aber wahrscheinlich nur mit dem eisernen Schwan und sowas alles. Dass das statt 2 Schaden 4 Schaden fährt oder so. Keine Ahnung. Genau, lutsch mal an ihm rum. Abschälen. Ist auch eine schöne Attacke. Du kannst auch niemanden beschützen. Dann geh weiter auf ihn. Stefanie muss gleich heilen. Erstmal sich selber, um zu überleben. Also ob ich einen Lepper habe oder Pippi macht eine Wurst, demnächst werde ich den Lepper nicht mehr mitnehmen. Ich mag ihn sehr gerne, ich finde es toll, dass er sich selber heilen kann. Aber der trifft nie. Der ist ungeeignet, völlig ungeeignet als Damage-Dealer. Der könnte nur den Spott immer auf sich ziehen. Aber dann muss ihn jemand andauernd heilen. Und wir haben nur den Doktor, der andere heilen kann. Es gibt keinen Kleriker, so wie früher. Und das ist natürlich bei diesem Schwierigkeitsgrad des Spiels extrem böse. Ich kann von dieser Position aus auch nicht heilen. Schwelle des Todes. Todesstoß. Schade, wir sind an den da hinten nicht mehr rangekommen. Vielleicht hätten wir es sonst geschafft. Boah. Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich nicht, dass wir am Anfang gleich so abgezogen werden. Da sieht man erstmal, wie viel so ein Waffenknecht ausmacht, dass der den ganzen Schaden auf sich zieht und immer Zuspruch und sowas machen kann. Ja, was nehme ich? Ich nehme das hier, ich gebe die Relikte aus. Dass wenigstens unsere Fackel noch ein bisschen stärker wird und dann kriegen wir noch das ein oder andere Dokument. Wo gehen wir lang? Ihr wollt zum Fragezeichen. Welches Fragezeichen ist euch egal, ne? Dann gehen wir hier lang. Anschließend so und dann hier hoch. Dann da lang, da lang. Und da lang. Gut. Der Plan steht. Mal sehen, wie lange wir noch überleben werden. Wahrscheinlich nicht mehr lange. So wie die Leute hier aussehen. Aber die Abscheu sinkt. Immerhin. Oh, und schon wieder er. Ich wollte schon sagen, jetzt hat sich das Spiel aufgehängt, aber nee, es geht weiter. Wundern wird es mich auch nicht. Mein Glück ist heute perfekt. Zwölf Schaden. Ach komm, den einen Schaden hätte es noch machen können. So, einer weniger. Der ist in der nächsten Runde auch weg und dann müssen wir uns nur noch um ihn hier kümmern. Fleischige Rückhand. So, du kannst dich jetzt selber heilen, aber dafür musst du wieder nach vorne, ne? Fleischige Rückhand, Schwelle des Todes. Für Cynthia.
Blutung ist drauf. Und Ehrwürdigkeit. Hochheilen. Du kommst hinten eh nicht an, du tauscht die Position. Fleischige Rückhand, Schwelle des Todes für Cynthia. Die wird andauernd verschoben, ob ich jetzt was mache oder für viel macht mir Wurst. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich werde weiterkämpfen und ich werde weiter nach vorne gehen. So. Je weiter wir kommen, desto mehr Hoffnung bekommen wir. Mit der Hoffnung können wir dann wieder neue Dinge freischalten und alles ist gut. Wir müssen bloß erstmal so weit kommen. Hervorragend. Letzte Runde, jetzt schon. Trotzdem. Er muss uns angreifen. Schwelle des Todes. Todesstoß. Gut gemacht. Cut down these nightmares and blaze the trail to your redemption. Vielleicht kriegen wir es ja noch hin, dass wir zumindest bis zum nächsten Gasthof kommen und dann noch neue Leute kriegen. Das wäre toll. Denn dann könnten wir denen auch gleich die Meisterschaftspunkte geben. Der emporragende Schmaus. Vor Monstrositäten zu flüchten ist keine Schande. Beide wollen fliehen. Und ich fliehe auch. Mit Freude. Seid ihr sicher, dass wir weit genug weg sind? Stefanie hat schon Angst. Ja, ich auch, Steffi. Ich auch. Gehen wir geradeaus? Ja, wir gehen geradeaus. Oder? Eigentlich ist es egal, wie rum. Na komm, geradeaus. So, dann haben wir jetzt nochmal zwei Kämpfe vor uns. You are finding your courage at last. Bitte irgendwelche Menschen oder so, das wäre toll. Ja, eine Kanone. Sonst geht's euch gut. Heimtücke. So, du gehst auf ihn. Du heilst bitte Cynthia hoch. Okay, die Kanone lädt. In Richtung Schlag, wieder auf Cynthia. Und er ist schon mal weg. Jetzt ist nur noch die Kanone übrig. Na, beeindruckt? Freundschaft zwischen Stephanie und Cynthia wächst. Fehlt. War zu erwarten. Freundschaft wächst weiter. Boom! Schwelle des Todes für Cynthia. Okay, Verbände gehen im Moment nicht. Wir gehen einfach rauf. Blocken muss runter von dem Ding. Hochheilen. Gut gemacht, wenigstens getroffen. Er lädt wieder. Können wir nicht einfach das Teil hier als Trophäe nehmen? Ehrwürdigkeit, du musst hochgeheilt sein für den nächsten Angriff. Vergiften bringt nichts, aber blocken ist runter. Boom! Wieder Schwelle des Todes, sie dreht durch. Damit sind die Freundschaften wieder zerlegt. Letzte Runde. Du kannst nicht mehr heilen. Mistimed as directed. Gut. Kriegen wir nicht hin, das war's. What matters most is we reach the mountain. Alive, if possible. Ja, im Moment wäre ich echt froh, überhaupt zu überleben.
Ich versuche nur durch diesen Dungeon durchzukommen. Dass wir wenigstens wieder einen weiteren Menschen dazukriegen, der uns hilft. Ich meine, das ist schon schön, dass man eine Belohnung bekommt. In Form eines neuen Kämpfers. Für unsere Ehre. Schnell, stürzt euch auf sie, verwirrt sie. Formeln müssen im Kampf erprobt werden. Nehmen wir John Luca, dann haben wir sogar noch ein bisschen Tarnung. Infektiöse Feinde. Die können im Moment nicht angreifen. Irgendwas hakt hier ständig. Der leckt noch ein bisschen an der Ziege rum. Okay, auf die Ziegen. Die müssen als erstes weg. Super, eines raus. Lasttier ausgewichen, sehr schön. Nächste Runde. Immerhin 6 Schaden. Darfst nochmal. Und wirst du jetzt erstmal wieder heilen. Kopfstoß. Siehst du? Gut, dass wir sie geheilt haben. Fütterungszeit. Okay, er hat die Regeneration drauf, aber das ist nicht ganz so schlimm. Zungenpeitscher ist viel schlimmer, weil er dann die Ziege verstärkt und sie nach vorne schiebt. Die Ehrwürdigkeit bringt dir nur Stressheilung aktuell, deswegen gehst du so rauf. Ziege ist tot. Er ist der Einzige, der noch übrig ist. Direkte Konfrontation, verwirrt um 1, festgehakt und Spott. Die Heilung kommt nicht. Entfernen Stress. Eine Stressentfernung brauche ich jetzt nicht. Aber das können wir nur machen, wenn wir ganz vorne stehen. Ja, ganz toll. Das war sehr schlau von mir. Wir heilen den Lepper. Ups, und damit sind die beiden jetzt wieder nicht mehr befreundet. Unmenschlicher Appetit, der hat sich erstmal ein Grab hintergeschaufelt. Ausbluten. So, das Grab ist weg. Das heißt, wir kommen jetzt an ihn ran. Ehrwürdigkeit würde jetzt erst recht nichts mehr bringen, also auf ihn rauf. Gallenkanone. Schwelle des Todes. Glücklicherweise ist der Doktor noch dran. Oh ja, ist ja gut. Mehr Stress braucht ihr echt nicht. Fleischige Rückhand. Ja, lieber steht sie hinten, als dass sie tot ist. Kannst hier vorne nicht viel machen. Ach, der hat riesigen Giftwiderstand. Na, dann nehmen wir doch Blutung. So schön. Endlich auch mal getroffen. Fleischige Rückhand. Ich kann nicht entstressen. Ich habe nichts zum Entstressen für die beiden dabei. Bluten ist drauf. Fleischige Rückhand. Schwelle des Todes. Stärkung und Ausbluten. Ende. Wow. Und wieder ein Meisterschaftspunkt. Also Meisterschaftspunkte kriegen wir aktuell sehr, sehr viele. Das ist schön, das freut mich. Fast bei jedem Kampf. Und jetzt müssen wir uns irgendwie entstressen, bevor wir Nervenzusammenbruch kriegen und alle hassen. Wir sehen überall nur Ruin und Zerstörung. Okay, und damit ist Stephanie down. Stärkung für Cynthia, aber die wird auch gleich durchdrehen. You
Ey, kommt, wir machen trotzdem eisern noch den Dungeon weiter. Wir nehmen uns entweder Relikte oder eure Finger. Vielleicht ziehen wir sie mit ins Unheil. Gut, die beiden haben sich verstanden. Ja, ist okay, wir gehen hier zur Glocke. So, jetzt hat auch Cynthia ihren Nervenzusammenbruch, hast alle. Ich bin müde und habe Hunger. Eine Beziehung prägt sich aus Neid zwischen Cynthia und Stephanie. Weißt Bescheid, Jeanette. Die beiden werden sehr neidisch aufeinander sein. Dafür haben sich aber die anderen beiden wieder ein bisschen verstanden. So, normale Feinde, mit denen kann ich umgehen. Im Moment hat er bei jedem Kampf immer so dieses lange Laden und diesen Standbildschirm, das verstehe ich nicht. Schwelle des Todes. Das war Cynthia. Ja, bravo, ganz toll. Also ich schätze mal, wir werden die noch schaffen. Wir haben ja eh nur 5 Runden Zeit. Und im Anschluss werden wir noch den Schrein machen und dann ist auch schon Schluss. Dann sind wir alle tot. Was? Länger halten wir hier nicht mehr durch. Schwelle des Todes, jetzt schon wieder für Stephanie. Erblindung, warum auch nicht. Ah, Leute, ey, das wird doch nix. Solange das Grab von Cynthia da ist, gehen die Angriffe wenigstens auf andere. Hier können wir nicht mehr heilen. Das ist natürlich extrem schlecht jetzt gerade. Frontmörser, aber jetzt kann sich John Luca, wenigstens weiter heilen. Nicht mal Blutung kriegt er drauf. Heimtücke. Mächtiger Schuss. Oh, Schwelle des Todes. Komm, Ehrwürdigkeit, hau sie raus. Muss noch eine Runde durchstehen. Letzte Runde. Hinrichtungsschlag. Mächtiger Schuss. Schwelle des Todes. Und überlebt er? Nein. Am Ende ist Stephanie die Einzige, die überlebt hat. Und jetzt zum Schrein geht. Ganz allein. Aber hey, wir haben wieder was geschafft. Wieder ein bisschen was hinter uns gebracht, die Meilen hinter uns gebracht. Und Stephanie ist ganz allein in der Kutsche unterwegs. We must understand the past if we are ever to be free of it. Chapter 3. Extra credit. By the second semester, her research was at a critical point. And regular supply raids of the university laboratories had become necessary. During one such expedition, she stumbled upon her professor, awkwardly slumped over his podium, a bloody kerchief on the floor. Here, then, was her ideal cadaver, her long-awaited opportunity, and she would not waste it. Oha! Böse Stephanie. Und damit schalten wir ungezügelte Wissenschaft frei. Erfordert Lebenspunkte bei Ziel unter 50%. Halt pro Stärkungstoken 10% Heilung. Entfernt alle Stärkungstoken. Das heißt, erst stärken wir die Person und dann entfernen wir die Stärkung und dafür kriegt man jeweils 10%. Oder wie? Wahrscheinlich. Okay.
Muss ich nicht haben. Ja, Stefanie. Gut gemacht. Ganz ehrlich, du bist fast bis zum Ende gekommen. Es hätten noch 3 Teile gefehlt. Und hier kommt der nächste Kampf für dich. Viel Erfolg. Was soll ich machen? Ja, gegen eine Lady auch noch. Fütterungszeit. Mulchen, Schwelle des Todes. Jetzt schon, gleich am Anfang. Der andere wird sich auch noch an der Ziege bedienen. Nee, bitte nicht. Das war's. Nothing can survive such a wholesale organic failure. Wollen wir ehrlich sein, wir haben 4 Meisterschaftspunkte in der Hand gehabt und hätten sie nutzen können. Deepen your understanding. Aber es ging einfach nicht. Wir kamen nicht weit genug. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Meine Lieben, herzlichen Dank fürs Ansehen. Ja, also Krummbeere und Black Cold Coffee, freut mich natürlich, dass ihr euch bereit erklärt habt, als nächste Opfer, ich meine natürlich Freiwillige, hier in die Kutsche zu steigen. Wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Ansehen und dann machen wir die nächste Runde. Irgendwann muss es besser werden. Irgendwann. Spätestens nach den nächsten Patches, in denen man gemerkt hat, da geht ja gar nichts mehr. Kommt man ja gar nicht mehr vorwärts. Das ist ja dann auch irgendwo deprimierend. Ich meine, ja, ein Spiel sollte so anspruchsvoll und schwierig sein, aber es muss ja auch einen Lichtblick geben, dass man zumindest nach langem Ackern endlich mal die Leute genug aufstufen kann und perfekt dann zusammenstellt. Aber irgendwie klappt es gar nicht, egal in welcher Konstellation. Wir sehen uns. Bis gleich. Nun, ihr könnt auch einfach ein Abo und ein Like dalassen. Dann haben wir es schnell hinter uns.